Gehen wir jetzt zu den Spielsalons zurück. Bei einem Glücksspiel ist der Gewinn eine sogenannte Zufallsvariable. Darunter versteht man eine Funktion, die auf dem Stichprobenraum Groß Omega definiert ist, also jedem Ergebnis des Versuchs eine Zahl zuordnet. Dass man so eine Funktion als Variable bezeichnet, ist etwas, womit man sich abfinden muss. Es steckt keine tiefere Bedeutung dahinter. Der Spieler zahlt einen Einsatz, der ist von vornherein bestimmt, und er hofft auf einen Gewinn. Der hängt allerdings vom Zufall ab. Und wie hoch soll dann der Einsatz sein, den der Spieler zu zahlen bereit ist? Das hängt vom Erwartungswert des Gewinns ab. Also von der Summe über alle möglichen Auszahlungen, jeweils mit ihrer Wahrscheinlichkeit gewichtet. Wenn der Einsatz gleich dem Erwartungswert ist, dann heißt das Spiel fair. Im Mittel, also wenn man sehr oft das Spiel wiederholt, dann ist der Durchschnittsgewinn pro Spiel null. Das ist eine Folgerung aus dem Gesetz der großen Zahlen. Die wenigsten Spiele sind natürlich fair. Also beim Roulette etwa wird jemand, der auf die richtige Zahl gesetzt hat, das 36-fache des Einsatzes bekommen. Aber die Gewinnchance ist nicht 1 durch 36, sondern 1 durch 37 wegen der Zero. Und amerikanischen Casinos gibt es sogar zwei solche Zeros. Dadurch ist das Spiel also offensichtlich unfair. Offenbar sind aber trotzdem viele bereit, dieses Spiel mitzuspielen, einfach weil es Spaß macht. Und ganz allgemein ist es ja auch nicht dumm, sich etwa versichern zu lassen, obwohl das ein unfaires Spiel ist. Denn die Versicherungen wollen ja auch leben. Man denkt sich, besser mit großer Wahrscheinlichkeit, ja sogar mit Sicherheit, einen kleinen Verlust in Kauf nehmen, nämlich die Versicherungsprämie, als mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit einen großen Verlust, das Haus abbrennt oder so. Das simpelste Beispiel für ein faires Spiel ist etwa der Münzwurf. Ja, bei Kopf bekommen wir 1 Euro, bei Adler zahlen wir einen. Mittelwert ist null. Das Spiel ist so fair, dass es schon langweilig ist, nicht? Aber nehmen wir jetzt an, dass das Spiel fortwährend wiederholt werden kann. Immer wieder und wieder. Der Kontostand des Spielers wird dann von Spiel zu Spiel um 1 zunehmen oder abnehmen, mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Das ist das Beispiel für eine symmetrische Irrfahrt. Die Wahrscheinlichkeit, nach 2 oder 4 oder 6 Schritten wieder zum ursprünglichen Ausgangspunkt, zum ursprünglichen Kontostand zurückgekehrt zu sein, die ist 1/2, 3/8 und so weiter und so weiter. Man kann natürlich nur nach einer geraden Zahl von Schritten wieder zum Ausgangspunkt zurückgekehrt sein. Nun, mit Sicherheit, also mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, kommt man irgendwann einmal zum Ausgangspunkt zurück. Dann geht es natürlich von neuem los. Mit Sicherheit wird der Kontostand auch den Wert Null erreichen. Dann ist der Spieler ruiniert. Aber nehmen wir an, dass der Spieler unbegrenzt Kredit aufnehmen kann, um weiterzuspielen. Dann wird sein Kontostand im Laufe der Zeit jeden ganzzahligen Wert im Positiven wie im Negativen annehmen. Nun, da der Durchschnittsgewinn gegen Null strebt, nehmen viele intuitiv an, dass der Kontostand meist nahe beim Ausgangspunkt ist, also ungefähr gleich oft gestiegen wie gefallen ist. Das ist ein interessanter Irrtum. Oft sind nämlich die Abweichungen erstaunlich groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass es innerhalb der ersten, sagen wir, 2000 Spiele keinen Gleichstand gegeben hat, ist genauso groß oder besser gesagt so klein wie die Wahrscheinlichkeit, dass es nach genau 2000 Spielen zu einem Gleichstand kommt. Wenn man das Spiel zum Beispiel 1 Jahr lang wiederholt, jede Sekunde die Münze wirft, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass es im zweiten Halbjahr zu keinem Gleichstand gekommen ist, 50%. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die letzte Rückkehr zum ursprünglichen Kontostand vor dem 12. Jänner, sagen wir, stattgefunden hat, die ist immerhin 1/8. Also
etwa so groß, wie wenn man dreimal hintereinander Kopf geworfen hat. Damit längst nicht so unwahrscheinlich, wie die meisten von uns das vermuten würden. Oft wird das Auf und Ab des Kontostands auch als Irrfahrt beschrieben. Stellen wir uns einen Betrunkenen vor, der sich an eine Mauer stützt und mit gleicher Wahrscheinlichkeit einen Schritt nach rechts oder nach links tun kann. Dann kommt er mit Sicherheit irgendwann wieder zum Ausgangspunkt zurück. Wir können uns auch eine zweidimensionale Irrfahrt vorstellen. Dann fällt die Mauer weg und der Betrunkene wird mit Wahrscheinlichkeit ein Viertel nach links, rechts, nach vor oder zurückdaumen. Auch hier kommt er mit Sicherheit wieder zum Ausgangspunkt zurück. Etwas schwieriger ist es dann vielleicht, sich eine dreidimensionale Irrfahrt vorzustellen. Da geht es dann mit der Wahrscheinlichkeit ein Sechstel nach vor, zurück, nach rechts, nach links, nach oben oder nach unten. Also eine Hummel könnte vielleicht so eine dreidimensionale Irrfahrt machen. Und da ist es so, die Hummel kommt nicht mit 100% Wahrscheinlichkeit zu ihrem Ausgangspunkt zurück, sondern nur mit 36% Wahrscheinlichkeit. Ja, das habe ich jetzt nur erwähnt, so als ein kleines Schmankerl, als Beispiel für die verblüffenden Resultate der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber für die Physik oder für die Finanzwissenschaft sind diese Ergebnisse über Irrfahrten keine Schmankerl, sondern höchst wirkungsvolle Werkzeuge, die sich tagtäglich bewähren. Jetzt noch zu einem weiteren Thema, bevor wir die Spielsalons verlassen, nämlich dem Paradox von St. Petersburg. Dieses Paradox, das stammt wieder von einem Bernoulli. Dieses Mal einem Daniel oder einem Nikolaus Bernoulli. Darüber sind sich die Gelehrten nicht ganz einig. Aber jedenfalls nicht dem Jakob von vorhin. Dieser Bernoulli war gerade in St. Petersburg tätig, als er dieses Spiel entdeckt hat. Dort also geht die Geschichte, gibt es ein Casino, das folgendes Spiel anbietet. Wir dürfen Kopf oder Adler spielen, bis wir das erste Mal Adler werfen. Geschieht das beim ersten Wurf, dann zahlt uns das Casino 2 Euro. Geschieht es beim zweiten Wurf, kriegen wir 4 Euro. Geschieht es beim dritten Wurf, 8 Euro. Wir müssen also hoffen, möglichst lang in einem Fort Kopf zu werfen. Und wenn diese Strähne dann beim Endenwurf abreißt, dann bekommen wir 2 hoch n Euro. Und die Frage ist, was wäre ein fairer Einsatz für so ein Spiel? Welche Gebühr wären wir bereit, dem Casinobesitzer zu zahlen, damit wir an dem Spiel teilnehmen können? Natürlich werden wir auch da wieder den Erwartungswert berechnen. Die Wahrscheinlichkeit, beim Endenwurf das erste Mal Adler zu erhalten, ist 1 durch 2 hoch n. Und in dem Fall erhalten wir als Gewinn 2 hoch n. Der Erwartungswert ist dann eine unendliche Reihe. Mit Wahrscheinlichkeit 1/2 kriegen wir Adler beim ersten Wurf, und da kriegen wir 2 Euro. Mit der Wahrscheinlichkeit 1/4 beim zweiten Wurf, dann kriegen wir 4 Euro. Mit Wahrscheinlichkeit 1/8 kriegen wir Adler das erste Mal beim dritten Wurf, dann bekommen wir 8 Euro und so weiter. Und da sehen wir, dieser Erwartungswert, der geht gegen unendlich. Ja? Stellen wir uns vor, dass wir das Spiel nicht nur einmal spielen, sondern wieder und wieder, jeden Abend. Ja? Dann sagt eine Variante des Gesetzes der großen Zahlen, dass der Durchschnittswert von unserem Gewinn, also die Summe der Gewinne von den ersten n-Spielen dividiert durch n, dass die mit n gegen unendlich gehen wird, bei n die Anzahl der Spiele ist. Wir sollten also eigentlich bereit sein, jeden beliebigen Einsatz dafür zu zahlen. Doch ist es nicht so. Die wenigsten von uns wären bereit, glaube ich, mehr als 20 Euro für den Einsatz zu zahlen. Was ist hier los? Also dieses Paradox von St. Petersburg hat eine große Rolle gespielt in der Philosophie und in den Wirtschaftswissenschaften. Und wir kommen später noch einmal darauf zurück. Aber die unmittelbare Antwort ist sehr einfach. Der Mittelwert der Gewinne aus den ersten N-Tagen steigt zwar mit N, Anzahl der Spiele, gegen unendlich, aber quälend langsam.
Das ist hier auf diesem Bild zu sehen. Hier wird, ich glaube, 20.000 Mal gespielt. Und Sie sehen, wie langsam der durchschnittliche Gewinn ansteigt. Also meistens kommt Adler ja schon nach ein oder zwei oder nach drei Würfen. Nur ganz, ganz selten kommt es zu riesigen Gewinnen. Die treiben natürlich den Durchschnittsgewinn in die Höhe, aber dann sinkt er wieder von Tag zu Tag bis nach endlos scheinender Zeit wieder irgendeinen Sprung nach oben macht. Ja, wir können das hier sehen. Der durchschnittliche Gewinn, der steigt im Laufe der Zeit, aber quälend langsam, nämlich logarithmisch. Zusammenfassend also, wenn wir das Spiel spielen, wir werden zwar unendlich reich, aber wir werden es nicht erleben.